So. Wir gehen jetzt auf die neue Insel. Das Lumina-Pokémon hat uns nicht vom Hocker gerissen. Weil ich mich immer noch frage, ob man hier auch noch irgendetwas... irgendwas Neues finden würde. Aber wir gehen... oder hier. Hier sollen wir jetzt ja sogar bei Nacht. Und so. Aber egal. Wir gehen zum brodelnden Vulkan. Und schauen uns mal die ganzen Feuerviecher an, wa? Hier kannst du unter anderem die Kamera und Zeigergeschwindigkeit anpassen. Okay, ein Walbu ist schon mal da. Glaube ich, dass das so hieß. Das ist aber hinter uns. Du bist sehr nah dran. Ich bin aufs Maul hauen oder was? Jetzt habe ich mich gar nicht auf die andere Richtung konzentriert. Gut, da ist aber auch nichts. Huch. Oh, Aerodactyl, ich kann nicht sehen. Mensch, flieg doch nicht. Ja, T-Rex! Ja, den Affen da oben haben wir jetzt... Es waren ein bisschen zu viele Pokémon auf einmal, die jetzt plötzlich zu viel gemacht haben. Ach, ich mag den. Da waren jetzt aber zu viele auf einmal. Es hüpfte noch eng ein Affe rum. Den habe ich jetzt überhaupt nicht so schnell erkannt. Wollen also auch fressen. Okay, cool. Sollen wir uns für die nächste Tour mal merken. Wir können nicht immer alles auf einmal machen. Müsst ihr wirklich durchgehen. So durchfahren, Apfel werfen, andere Dinge werfen. Oh, Georock. Entschuldigung. Wir sind scheiße. Nein, wir sind wirklich... Oh, jetzt wird es mich zusammenschlagen. Ah! Dass er auch immer vergisst. Dass er immer vergisst, den Venti anzumachen. Frag mich nicht, er vergisst es immer. Egal, da oben ist noch ein Georock, verdammt. Kriegen wir ihn noch runter? Ach, nee, kriegen wir nicht. Okay, ja, vielleicht fällt es in die Lava. Ja, das ist tot. Das ist tot. Das ist definitiv... Oh, da ist noch eins, was wir töten können. Hey. Hey. Sterb. Da runter. Tot. Hä? Was? Oh, ein Schneck. Okay, der springt schon freiwillig in den Tod. Da ist es. Ein epischer Flugversuch. Ein unsagbar epischer Flugversuch. Lumandas! Ich habe nur noch zwei Bilder, verdammt. Wie soll ich das denn schaffen?
Okay, da ist schon Ende. Ist das mit Glumanda in den Tod schubsen und das wird ein Glurak oder so? Nein, scheinbar nicht. Oh, da ist er noch. Schneckmark. Oh, alte Ruinen noch. Die Wand ist eingestürzt, da gibt es kein Durchkommen. Also müssen wir jetzt hier Pause machen. Okay. Da müssen wir gleich nochmal rein. Du scheinst ja viele Entdeckungen gemacht zu haben. 71 Fotos, nur 8 Pokémon. Wie stolz es läuft. Aerodactyls. Soll ich das hier nehmen? Da, weil es sich irgendwie aufregt. Aber ich nehme das hier einfach. Das ist nicht sehr groß, aber hier haben wir auch noch ein 2-Sterne-Ding. Das bestimmt sein... Nee. Ich dachte, es ist ein verzweifelter Flugversuch. Und die 7 ist ja schon nicht schlecht. Weil die 12 auch gut ist. Schneckmark. Ohne Motiv. Stein. Georock, den wir ja aus Versehen getötet haben. Wir haben ja tatsächlich einen Georock auf dem Gewissen. Es ist einfach so, wir haben Georock getötet. Und wir haben 3 Sterne? Keine Ahnung, was es da tatsächlich gemacht hat. Nice. Vulkan. Let's do this. Da wollen wir mal gucken. Das ist eigentlich gut geworden, oder? Das scheint irgendwo hin zu wollen. Die Größe ist super. Ah, ist das gut geworden. Das ist gut geworden. Ein Luxtra. Scheint irgendwo hin zu wollen. Auch gut. Es hätte ein bisschen besser werden können, aber trotzdem. Aerodactyl, wenn du jetzt sagst, dass es fliegt, dann kriegst du eine. Es fliegt gerade, ey. Der hat es einfach verdient, dass man ihn schlägt, oder? Monogaros. Ja, ich mag das. Dieses Verhalten sieht man nicht oft, dass es sich irgendwie aufregt und randaliert. Gut, ich hätte da jetzt keine 4.140 Punkte gebracht, aber wenn du jetzt sagst, dass es fliegt, ne? Das ist kein Fliegen, das ist Abquälen. Das ist ganz brutales Abquälen, was es da macht. Ich dachte, da passiert was Aufregendes. Das ist nicht ganz so Bombe geworden. Georox. Scheint irgendwo hinzuwollen, so wie jedes Pokémon da. Genau 4000. Gibt es dafür auch ein Achievement? Glatte 4000. Glumanda. Eigentlich müsste das auch gut sein. Es frisst gerade. Nicht mal mehr 4000 Punkte, ey. So bitter. Aber trotzdem viele Punkte, glaube ich. Da ist, glaube ich, auf jeden Fall vielleicht sogar schon das Level-Up drin. Weiß ich nicht. Es waren sehr hohe Punktzahlen gewesen. Ja, nice. Level-Up ist schon gleich drin. Schön. Oh, du hast ein neues Forschungslevel erreicht. Halt die Augen offen. Aber sicher, mein Schnurzebacke. 10 Gesteins-Pokémon, 100 Pokémon, 2 Drachen-Pokémon und Fotografie-Anfänger und Gesteinssammler. Übrigens, da es mit deiner Erkundung gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Okay, Neuigkeiten. Neuigkeiten sind vielleicht eine neue Insel. Oder bei Nacht. Wobei wir da mitten in der Höhle waren, da ist Nacht eigentlich vollkommen egal, ne? Eigentlich nur so gesagt. Eigentlich Nacht wäre ziemlich irrelevant. Alright.
Da seid ihr alle. Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es. Ich konnte einen neuen Teleportationspunkt ausfindig machen. Du hast ja sicher schon den großen Berg im Herzen von Belus bemerkt, oder? Über dem Teil vom Berg, der von Wolken verdeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Über den Wolken? Also im Himmel? No. Nein, auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Oh. Abgefahren! Es ist ein mysteriöser Ort, den man kann wegen der Wolken selbst vom Himmel aus nicht sehen. Das ist sogar noch abgefahrener, nichts wie in. Immer mit der Ruhe, du kleiner Klüm. Schaut euch dort um, sobald ihr soweit seid. Es erwarten neue Entdeckungen auf euch. Leider noch nicht, Schnutzebacke. Wir sind erstmal noch mal durch den Vulkan eiern. Nice Gebiet. Ach, da. Ja, du weißt doch nicht, dass es da. Wandelwald. Oh Gott, das sieht auch noch. Dieser neblige Wald liegt auf einem Berg. Oh, Geister-Pokémon. Oh, das wird bestimmt. Geister-Pokémon. Ich will Geister-Pokémon fotografieren. Demnächst im Kino. Ach, schön wäre es mal wieder, wenn man ins Kino könnte. Könnte ich endlich mal wieder mein Kino-Mo anziehen. Okay, hinter uns. Look at this. Oh, guck mal, die Kleinen. Was ist los? Warum guckt ihr so drauf? Ich weiß es nicht, ob sie sich aufgeregt hat oder ob es darauf stand, dass ich es beworfen habe. Halt vor, das war. Da war doch gerade irgendwas. Oh, guck mal hier. Oh, den zu fotografieren war jetzt schwer. Ich war jetzt gerade auf ihn hier abgelenkt. Oh, die Georocks habe ich jetzt auch komplett ignoriert. Ich habe einfach total das Geräusch ignoriert. Okay, was ist denn jetzt schon wieder? Da kommt gleich was. Kann gerade nicht. Entschuldigung, was? Ich arbeite dran. Oh Gott, so viel schon wieder. Ah, das hier ist eine schlimme Stelle. Das ist eine ganz schlimme Stelle. Jetzt habe ich vier. Doch, da oben ist. Oh nein, es fliegt gerade weg. Nein, ich liebe dich. Schade, ich finde es cool. Mann, schade. Oh, das ist eine schlimme Stelle. Da ist so viel. Dann hast du hier was und da hast du da was und dann musst du hier und. Ah, bin ich überfordert mit. Bitte beachte mich. Vielleicht hättest du mich beachtet. Mann! Mann, schon wieder der. Okay, diesmal fahren wir aber auch woanders lang, weil er im Weg war. Die schlafen halt. Was zum Teufel? Was ist das denn für ein zerklumpter Drogensee? Da oben ist noch ein Fiaro. Also das ist eine ganz schlimme Strecke. Hier hast du ständig was zu sehen. Ich find's aber total cool, dass du hier so viel zu sehen hast. Wollen nicht kämpfen oder sonst irgendwas, ne? Ich hab. So, was hat der Professor gesagt? Gürtel.
Hi. Es freut sich. Da ist noch eine Blume. Haben wir gerade noch so entdeckt. Oh, der Weg ist frei. Wir kommen jetzt da lang. Das ist so cool, dass es hier so unsagbar viele Pokémon gibt. Finde ich so cool. Ich finde, das ist einfach... Ich finde das total cool. Was, die Zielmarkierung? Nein! Das muss ich doch gerade mit uns anlegen. Willst du mich zusammenschlagen? Nein, bleib hier! Mann. Hinter dem zerstörten Bogen erstreckt sich eine tiefe Höhle. Ja, dann lass uns da hin und nicht einfach sagen, da ist Ende. Tiefe Höhle gucken.de. Wir mussten ein Foto von den Ruinen, glaube ich, machen. Die wurden uns zumindest als antike Ruine angezeigt. Beste Strecke bis jetzt. Ich find's cool da. So, 11 Pokémon haben wir fotografiert. Oh, guck mal, hier hat's 3. Nehmen wir das hier. Shinux. Da haben wir auch ein richtig schönes, oder? Wir haben ein 2-Sterne-Ding. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht anklicken. Das hier. Fiaro, da haben wir leider überhaupt nicht wirklich was Gutes. Das ist geiler. Den haben wir durch Zufall fotografiert. Oh, guck mal, hier ist 3 Sterne Georock. Also wirklich runterrollend. Oh, wie es sich putzt, wa? Wie es sich putzt, ist scheinbar interessant. Okay, okay, okay. Hier, die antiken Ruinen klicke ich mal ganz kurz an. Dass wir das nicht vergessen. Okay, da haben wir auch ein 3-Sterne-Ding. Das ist das hier. Ja, das glaube ich einfach nur gerade. Wir bleiben da mal bei unserem Standard-Ding. Das hier, wa? Das ist wenigstens noch nah dran. Glumanda. 3 Sterne leuchtend. Mit einem, naja, Sieg Heil und so. Ja, nehmen wir mal mit. Ist ein 1er. Ich glaube, das letzte Foto, was wir gemacht haben, war das beste von allen. Ah, gut, das vorletzte, oder? Ah, ich werde das hier sehen. Schneckmark. Kristallblume kriegst du scheinbar auch noch. Ist auch noch wichtig. Okay, wir haben... bisher was gefunden. So, reagiert es etwa auf eine Melodie? Scheinbar. Das ist doch super, oder? Das ist ein super Bild. Das ist ein Top-Bild. 1 Milliarde Punkte. Naja, 4800. Wir runden mal auf. Das ist ein furchtbares Bild. Das ist aber auch echt schwer. Es ist wirklich schwer, aber wir haben es drin, das ist schon mal was. Vampyro. Ist auch schwer, also... schwer gewesen, den da richtig jetzt. So, der Georock ist ein bisschen verdeckt, aber ich hoffe, das stört die nicht. Naja, 3800 kann man noch machen.
Dieses Verhalten sieht man nicht auf, dass es sich putzt. Weil es ein Drecksspatz ist. Die Größe ist wunderschön. Ja. Finde ich auch. Glumanda. Dieses Verhalten sollte genauer untersucht werden. Der Rest ist leider nicht ganz so gut, aber es leuchtet halt. Ja, da ist halt, das ist halt nichts, ne? Schläft gerade. Das ist halt nicht wirklich irgendetwas. Gürtel. Gürtel, Gürtel, Gürtel. Hat Ihnen jemand sein Futter gestohlen? 4600. Mensch. Sag ich, das ist ein gutes Foto. Schneckmar könnte vielleicht sogar besser sein. Sieht aus, als würde es sich freuen. Es ist natürlich besser. Bei meinen Fotoskills. Kristallblume. Naja, wir hatten ja schon mal eine Kristallblume, stimmt. So, das ist aber schöner. So, die antiken Ruinen habe ich dir fotografiert. Ich habe das Gefühl, wir sind der Lösung des uralten Rätsels einen Schritt näher. Mal gucken, wir haben hier die Ruinen fotografiert. Das ist ja schon mal was. Gibt vielleicht jetzt auch die Lumina-Zone? Das wäre natürlich cool. Es gibt auch nochmal einen richtig Haufen Punkte. Also 37.000 Punkte war richtig viel. Das war wirklich, wirklich gut. Blaue Lava. Elektrosammler. Feuer. Vulkan. Elektro. Übrigens, dass mit deiner Entdeckung gut vorangeht, ne, erzähle ich dir, wenn du alles, tschüss und so. Ich glaube, wir können wegen der großen Höhle, wir haben das Foto davon gemacht, von den Ruinen, ich glaube, wir kommen in die Lumina-Zone. Würde ich mal ganz grob behaupten. Wer hätte gedacht, dass es an so einem Ort Ruinen gibt? Diese Gebäude wurden einst von Menschenhand geschaffen, oder? Davon gehe ich aus. Sie scheinen auch zu einem bestimmten Zweck errichtet worden zu sein. Und was das große Loch in der Wand angeht... Meine Messungen lassen darauf schließen, dass sich dort irgendwo ein Lumina-Pokémon befindet. Aha. Was wohl auf der anderen Seite ist? Es würde mich nicht überraschen, wenn sich dahinter ein Tunnel verbirgt, der zu einem weit entfernten Vulkan führt. Glaubst du etwa, dass er von einem Pokémon genutzt wird? Ich frage mich, um welches es sich hier handeln könnte. Das könnt ihr herausfinden, wenn ihr dort seid. Viel Glück bei euren Erkundungen. Ja, ich glaube, wir, also so wie ich das jetzt verstanden habe, dürfen wir jetzt Lumina-Pokémon sehen, oder?